So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. So, zum Auftakt dieser Folge werden wir natürlich dann erstmal das Holo-Gespräch führen, in der Hoffnung schon mal rauszukriegen, auf welchem Planeten wir als nächstes geschickt werden. Lassen wir uns mal überraschen. Zorn, Dina 2 hat gespürt, dass Barras Schüler Drak anwesend ist. Im Leben verborgen, im Tod verkündet. Anscheinend weiß unser Feind, dass ihr am Leben seid. Wir haben das Überraschungsmoment verloren. Naja, der Überraschungsmoment dürfte wieder da sein, da wir den Herrn ja dezent in die Flammen geschickt haben. Ne? Nun ist Drak tot. So wurde Barras Macht geschwächt. Seine Macht ist unabhängig. Darth Vovron erhält seine Verstärkung für Corellia. Zusammen mit dem Verlust von Drak wird das Barras zur Weißglut bringen. Er wird seinen Griff verstärken. Er stört weiterhin Barras Pläne. Ihr werdet nun dringend auf einem Planeten namens Voss gebracht. Ah. Okay, damit wissen wir schon, wo wir als nächstes hin dürfen. Was sollte ich über diesen Planeten wissen? Er ist weitgehend unerforscht. Wir haben noch nicht lange Kenntnis von diesem Planeten und seinen Bewohnern. Barras hat auf Voss vor vielen Jahren die Grundlage für seinen Aufstieg zur Macht gelegt. Wir erklären alles, wenn ihr dort seid. Naja. Also nächster Planet. Naja. Voss ist zum Glück nicht ganz so anstrengend. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Tatooine, Hoss und Voss, dann nehme ich tatsächlich am liebsten Voss. So, jetzt dürfen wir Level abkriegen. Ah, sehr schön. So. Begleitergespräche dürfen wir auch wieder jede Menge führen. Auch wieder mit unserer Herzensdame, ne? Gucken wir mal, was wir ihr an neuer Begeisterung beibringen können. Meister, die Erinnerung an den grausamen Kampf gegen Lord Zenden sucht mich noch immer heim. Ich durchlebe sie jede Nacht und wache voller Erregung auf. Wenn ich eine solche Freude spüre, möchte ich sie unbedingt mit euch teilen. Wenn ich Schmerzen habe, möchte ich von euch getröstet werden. Ich weiß, was das ist. Es ist Liebe. Das ging aber schnell, sie auf unsere Seite zu ziehen. Ich liebe dich auch, Jessa. Ich fühle mich gleichzeitig stark und schwach. Das Chaos elektrisiert mich. Mein Herz gehört jetzt euch. Das sollt ihr wissen. Aber ich will, dass das mit uns etwas Besonderes ist. Wie ihr bereits wisst, würde ich normalerweise sofort nach Befriedigung verlangen. Aber lasst uns dieses Gefühl auskosten. Oh, scheiße. Dieses Verlangen. Lasst es uns aufbauen, oh, bevor Gott. Wir handeln. Oh Gott, ey. Und das in so einem Spiel, ey. Also ganz, ich hab's ja schon mal erwähnt, ne? Aber der Programmierer, der diese Dialoge und das alles programmiert hat, der muss einen Heidenspaß gehabt haben, ey. Sie würde sofort nach Befriedigung verlangen. Ah, herrlich. Es ist viel besser zu warten, bis wir vor Verlangen rennen. Mein Verlangen schmerzt förmlich bei euren Worten. Ich glaube, dieses kleine Experiment wird uns gefallen. Ach nee. Aus diesem Grund mag ich Chaser als am liebsten als Begleiterin. Es ist kein anderer Begleiter, der so eine coole Story hat. Und auch so psychisch gestört ist auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Das ist unsere Schülerin. Ist nicht irgendeine Schülerin, es ist unsere Schülerin. So, schauen wir mal. Ich hoffe mal, die haben sich alle wieder erholt, nachdem sie eben so ausgenockt auf dem Boden lagen, ne? Die Pläne für den Angriff auf die Bastion nehmen Gestalt an. Tanido hat die Waffe. Aber die richtige Bewaffnung ist nur der Anfang. Über die Truppenstärke müssen wir uns auch Sorgen machen. Das ist Lorands Aufgabe. Jetzt Captain Lorand. Beziehungen haben mir einen guten Posten auf Balmorra gesichert. Bei den Tarnkommandos werden die Regeln oft etwas freier ausgelegt. Lorand könnte da helfen.
Sie ist hübsch und hat es mit Worten. Die Leute mögen sie. Ich glaube, die müssen wir mal näher kennenlernen, die Dame, ne, von der gerade hier spricht. Ein hohes Lob von einem Mann wie euch. Ich zähle nur die Fakten auf. Andere würden noch viel mehr erzählen. Moff Galvan hat einen Narren an Lorant gefressen. Er geht bald in den Ruhestand, könnte uns aber eine Armee geben, wenn ihm danach ist. Ich habe Lorant zu unseren Chancen befragt. Sie glaubt, sie kann den alten Mann überzeugen. Mit ein paar Gefälligkeiten. Oh Gott. Also das ist schon der zweite verstörende Begleiter, den wir gerade haben, ne? Irgendwie ist heute das so ein bisschen Themenabend, ne? Habe ich das Gefühl. So viel wieder zum Thema Gleichberechtigung, ne? Also sie wurde speziell ausgesucht, um einen alten Mann um den Finger zu wickeln. Ich verstehe. Wir fragen mal nach. Wieso ist Moff Galvan denn so begeistert von Lorant? Lorant hat als Lieutenant mal einen Abend mit Moff Galvan verbracht. Morgens war sie dann schon Captain. Und das merkt man ihr jetzt an. Sie hat mir tatsächlich befohlen, mich bei ihr zu melden. Dann mache ich das besser mal, was? Sie hat sich hochgeschlafen, ne? Es muss einen anderen Weg gehen. Moff Galvan hat Ressourcen, aber was er verlangt, ist unmöglich. Die Gefallen, die ich ihm schuldig wäre, gehen weit über jegliches Pflichtgefühl hinaus. Das hat euch noch nie aufgehalten, Captain. Der Alte ist einfach verdorben. Und die Zeit war nicht sehr gut zu ihm. Oh, hätte einem schlimmer treffen können, ne? Ich bin sicher, Moff Galvan war nicht eure erste Beförderung. Nein, die anderen habe ich mir verdient. Ja, nee, ist klar. Der gute imperiale Offizier. Ja, ja. Ihr wart mal beim Tarnkommando, bevor euch euer neuer Rang zu Kopf gestiegen ist. Erinnert ihr euch? Wir tun, was notwendig ist, um den Auftrag zu erledigen. Manche von uns mehr als andere. Ich kontaktiere Moff Galvan. Es wird Verstärkung da sein, wenn ihr sie benötigt. Ich möchte jetzt nicht Lorant sein. Ja, die muss das wieder ausbaden. Der Captain ist selbst schuld. Wie man sich bettet, so liegt man. Mhm. In einem Bett mit Moff Galvan? Das will ich mir gar nicht so genau vorstellen. Wir haben noch ein Problem. Die Sicherheit. In der Bastion wird es sehr viele Systeme geben. Das Tarnkommando hatte auch einen Mann für diesen Bereich. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich ihn finde. Das wird sehr interessant, dann einen passenden Folgentitel zu finden für diese Folge. Ohne, dass ich da wieder mit Mistgabeln durchs Dorf von der Frauenbelegschaft gejagt werde, ne? So, müssen wir mal gucken. Ich habe erwähnt, wie sehr es mir gefällt, Ihnen zu dienen. Ich bin ein glücklicher Druide. Du bist gleich gar kein Druide mehr. Ach, ich den hasse. So, ein Begleitergespräch haben wir dann noch. Mein Sith Lord, die Holo-Übertragungen von Moff Broisk nehmen zu. Langsam stören sie unsere Arbeit. Alles ist so zusammenhanglos. Ich schätze, dass er wohl unter einer Art von Demenz leidet. Ich habe ihn auf dem Holo. Ich glaube, es bedarf eurer persönlichen Aufmerksamkeit, um die Situation zu retten. Dann sehe ich mir diesen Idioten mal selbst an. Hier ist er, mein Sith Lord. Verdrückt habt! Euer neuer Käfig wird kleiner sein und enger, wie ein Sarg. Eine Urne. Ich werde euch in einem Medaillon um den Hals tragen. Er wird nicht aufhören, mein Sith Lord. Er hat nicht mal bemerkt, dass ich ihn auf Bereitschaft gesetzt habe. Drakenwell hat es bewiesen. Mein Ruhm gehört mir. Mir! Ihr seid ein Niemand! Wir schweigen mal, ne? Wir tun mal so, als ob wir nicht da wären. Wo ist mein Blaster? Ich schieße euch ins Gesicht. Eigenhändig und nochmal! Drakenwell wird euch nicht retten. Ich könnte Balmora in die Luft jagen. Diesmal jage ich Balmora in die Luft. Moment. Was? Fort? Wo ist er? Da ist ein Ziff. Warum habt ihr mich weitergeleitet, Rotschlick? Ich werde euch auch nach Balmora verfrachten.
Rotschnik ist sein Kommunikationsoffizier. So läuft das ständig. Rotschnik? Hört man mich? Hört man mich? Ja oder nein? Ich sehe nichts. Ist das defekt? Ich sehe nur einen Ziff. Bei ihm nur, ne? Normalerweise müsst ihr voll zusammenschrecken. Ja, irgendwie ist es unterhaltsam. Das wird er zwar nicht mögen, aber ich find's lustig. Das ist wie bei einer Raumkollision. Man muss einfach hinsehen. Wartet! Jetzt verstehe ich. Ihr wart es, nicht wahr, Sif? Ihr habt es gewagt, den Admiral zu befreien. Habt ihr den Verstand verloren? Er nennt mich Admiral Stinkstiefel. Er glaubt wohl, das sei mein wirklicher Rang und Name. Alter, der Typ ist so nicht, durch. Dass er die Schlacht von Talai verloren hat? Breusks erster Kommandoeinsatz, noch vor meiner Geburt. Es war sein Fehler, der es den geflohenen Jedi-Zielen ermöglichte, vor der Bombardierung von Taris zu fliehen. Alte Geschichte. Breusk war noch nicht mal geboren. Er hat die Glory-Raumstation sabotiert. Verflucht nochmal! Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich höre ihn. Er spricht. Sein Ungehorsam ist tödlich, lähmend. Er bedroht das Imperium und ihr tut nichts. Ja, komm, wir sind mal aufsässig, ne? Ihr seid verrückt und müsst mundtot gemacht werden. Man muss euch wegsperren, bevor ihr ernsten Schaden anrichtet. Ihr werdet mich nicht herausfordern. Kämpft gegen diese Plage, Sif. Rettet euch und liefert ihn mir zur Hinrichtung aus. Sofort. Hört ihr? Komisch, oder? Normalerweise müsste man mit unserer Machtfähigkeit auch über Holo ihn wirken können. Ich helfe keinem Wahnsinnigen. Dann beschuldige ich euch gleich mit ihm. Rotschnick, Verbindung beenden. Ich sagte, So, Gott, der Preuß das Kommando hat, ist das Imperium in großer Gefahr. Ich muss das Oberkommando drängen, etwas wegen ihm zu unternehmen. Ein Cocktailspießer wahrscheinlich, wa? Schön übereinander geschichtet. Käsewürfel, Ost und Oliven. Ah, ich verstehe. Wenn ich irgendwie helfen kann, werde ich es tun. Wenn ihr eine Aussage machen würdet, wäre das schon hilfreich. Danke. Erschreckend, was für merkwürdige Gestalten hier so beim Imperium rumlaufen, ne? Ein wenig gruselig. So, dann mal auf nach Voss. Lass uns mal überraschen. So. Na, vom einen Ende der Galaxis zum anderen Ende. Auch wieder teure 1400 Credits bezahlt. Ich habe an der Voss-Raumstation angedockt. Dunkelheit, die zum Schweigen bringt, wartet. Zorn, Voss ist eine seltsame Welt. Sowohl das Imperium als auch die Republik kämpfen um die Unterstützung des Planeten im Krieg. Die Voss sind Fremden gegenüber misstrauisch und gewähren nur eingeschränkt Zutritt zu ihrem Planeten. Ihr benötigt eine offizielle Genehmigung, um dort landen zu können. Wir haben Darth Zerevin kontaktiert, den Abgesandten, der die Voss zu überzeugen versucht. Er glaubt, dass ihr ihm helfen wollt. Das ist natürlich die wichtigste Frage. Ich kann ihm bei der Eroberung des Planeten helfen. Mit Diplomatie will ich nichts zu tun haben. Die Eroberung wurde vor Jahren fallen gelassen. Die Voss sind machtsensitiv. Und ihre Anführer haben Zukunftsvisionen. Als wir die Invasion starteten, waren sie vorbereitet. Aber die Deutung der Vision war fehlerhaft. Das ist wahr. Sie vereitelten, was sie als Invasion voraussahen. Aber die Priorität des Imperators war es, einen Vossseher als Körper für die Stimme des Imperators gefangen zu nehmen. Hm.
dann ist dieser Seher der Beweis, dass Darth Barras nicht der ist, für den er sich ausgibt. Der Zorn wird den Beweis finden. Die wahre Stimme begab sich auf eine Pilgerreise, um mehr über die mächtige Präsenz der dunklen Seite hier auf Voss zu erfahren. Seitdem hat man nichts mehr gehört. Die Stimme ist verstummt. Ihr müsst die Schritte der Stimme verfolgen. Herausfinden, was ihr zugestoßen ist und sie befreien. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Vielleicht wurde die Stimme getötet. Die Stimme kann nicht sterben. Wenn der Körper des Wirts erlischt, wäre die Essenz des Imperators wieder frei und würde zu uns zurückkehren. Wir können unsere Stimme nicht verlieren. Die Stimme hat einen Voss-Einsiedler namens Madagaru aufgesucht. Für eine Audienz mit Madagaru musste die Stimme Lichtsignale entzünden, die rund um Voss-Ka, die Hauptstadt der Voss, verteilt waren. Dieser Einsiedler war der Letzte, der die Stimme gesehen hat. Findet heraus, was er weiß. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall schon wieder einen Auftrag. So, nebenbei werden wir die Planetenquests dann wieder machen. Lass uns mal überraschen. Das Gute ist, wir könnten auch im Zuge der Dialoge gerade wieder ein bisschen Zuneigung für Jacer gewinnen. Das kommt dann immer ganz gut. Das ist immer ein guter, positiver Zusatzgewinn, wenn man das miteinander gleich verbinden kann. So schnell stirbt man nicht. So, bin ich mal gespannt, wie lange wir brauchen auf Voss. Wie viele Quests das tatsächlich sind. So. Gut. Wie gesagt, wir werden noch eine ganze Reihe an Folgen, denke ich mal, brauchen, bis wir mit dem Sith-Krieger der Classic-Story erstmal durch sind. Aber dann haben wir tatsächlich nur noch eine einzige Klasse auf imperialer Seite, ne? Dann bleibt bloß noch der Kopfgeldjäger. Dann haben wir alle Klassen einmal durchgespielt. Zumindest was die Classic-Story angeht. So, gut, dann wollen wir mal. Willkommen im Andockbereich der Voss-Orbitalstation. Diese Anlage bietet Ihnen die modernsten Annehmlichkeiten, wie einen druckregulierten Innenbereich und Strahlenabschirmung. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt auf dieser Station, da der Zugang zum Planeten Stein verboten ist. Kein Droide erteilt einem Sith Lord Verbote. Ja, noch schöner. Das ist ein imperialer Erlass. Niemand darf ohne Erlaubnis nach Voss. Die Verhandlungen auf Voss sind komplex. Sie erfordern Feingefühl und sind viel zu wichtig, als dass irgendeine eingehende Übertragung. Verzeihung, es scheint, als ob Darth Serevin die Ehre ihrer Anwesenheit in der imperialen Botschaft in Voss wünscht. Sobald sie es einrichten können. Auf einmal, ne? Erst sind wir unwillkommen und auf einmal. Ein paar ausführlichere Erklärungen, bitte. Darth Serevin hat nur darum gebeten, sie in die Botschaft einzuladen, sobald sie angekommen sind. Zur Fähre geht es hier lang. Bitte lassen Sie Darth Serevin nicht warten. Er ist furchtbar wichtig. Furchtbar wichtig. Ist ein bisschen tragisch, wenn man mal überlegt, was aus ihm wird, ne? Beziehungsweise, wie die weitere Handlung mit Serevin weiter voranschreitet, ohne da zu viel schon mal verraten zu wollen. Ist aber tragisch. So. Ist mal interessant zu sehen, dass immer mal wieder Planeten unter Kontrolle von Gilden sind mittlerweile, ne? Gerade auch so ein bisschen, was die abgelegeneren Planeten wie jetzt Voss angeht. Ist schon mal nicht so schlecht. So, ich würde mal sagen, wir machen die Quest hier vorne gleich mal als erstes. Bevor wir hier großartig erstmal durch die Gegend flitzen. So, nebenbei können wir gleich wieder ein bisschen EP sammeln fürs Aufdecken. Auch gar nicht so schlecht. Ach so, hier vorne schon.
Das hier? Wissensobjekt, oh. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Geschenkte EP, ne? Naja, gut, 102 EP, wow. So. Bin ich mal gespannt, ob wir mal wieder in Situationen kommen, wo es um Jacer geht und sie auch dann als Begleitung tatsächlich dabei ist, ne? Das sind schwere Anschuldigungen. Ich bringe den Beweis mit nach Voss, Abgesandter. Wenn ihr ihn seht, werden die drei das Imperium vom Planeten verbannen. Ich fürchte, dass sich Jedi-Meister Kellen irrt, Abgesandter Samaro. Solch ein Beweis kann unmöglich existieren. Ich bin sicher, dass die drei zu dem Schluss kommen werden, dass eine Allianz mit dem Imperium für eure Leute nur von Vorteil sein kann. Ich warte auf diesen Beweis. Dummer Narr. Ah, ihr seid angekommen. Das wurde auch Zeit. Zweifelsohne habt ihr einen Teil mitgehört. Das war ja nicht überhörender Dialog, ne? Die Dinge hier stehen nicht zum Besten für das Imperium. Voss muss sich dem Imperium anschließen. Ihre Sturheit war schon ein Problem, bevor sich die Jedi einmischten. Wir spüren eine große Kraft hier, die stark in der dunklen Seite ist. Dieses Volk hat prophetische Kräfte, wie wir sie noch nie gesehen haben. Das Imperium muss diese Welt und ihre Geheimnisse haben. Und wir wissen aus Erfahrung, dass wir sie nicht mit Gewalt nehmen können. Da waren wir noch nicht da. Was genau ist meine Aufgabe? Alle Beweise für Fehlverhalten müssen vernichtet werden, bevor dieser Jedi eintrifft. Unbemerkt. Ein Syndikat wurde angeheuert, um Versorgungsgüter aus der Stadt Voska zu stehlen. Danach boten wir den Bedürftigen natürlich großzügig unsere Hilfe an. Aber das Syndikat bestand aus Hawk. Das sind brutale Idioten, die sich von Saboteuren in Plünderer verwandelt haben. Sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Das Versteck des Syndikats befindet sich in einem Höhlensystem. Bringt diese Haupt zum Schweigen. Meldet euch danach bei General Roche im Fort Codenta. Es wäre immer ganz praktisch zu wissen, wie weit der Fortschritt der Dialoge mit den Begleitern immer ist, ne? Ich hatte es ja schon mal erwähnt, bevor wir zum Abschluss später des das Let's Plays erstmal kommen, würde ich eigentlich ganz gerne auf dem Stand sein, dass wir mit Jacer das letzte Gespräch in der Reihe machen können. Also sprich, sie auf Maximum gebracht zu haben. Das wäre halt so ein bisschen mein Wunsch eigentlich dahinter. Das schauen wir mal nochmal kurz entdecken hier. Mark der Fremdlingsenklave. Ah, sehr schön. Das wollte ich ganz gerne gerade nochmal mit aufdecken hier. So, dann erstmal uns mal überraschen. Wo uns das Ganze jetzt als nächstes hinführt. Oh. Da ist es wieder, ne? Ich und Wegfindung. Ist aber tatsächlich auch immer so ein bisschen, überraschend, aber auf eine angenehme Art und Weise, wie abwechslungsreich auch so wieder so ein bisschen die Gegend hier von Voss ist, ne? Ja, das sind immer mal so ein bisschen freie Regionen, dann wieder so ein bisschen bebaute Regionen. Klar, es ist jetzt nicht so, Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ist jetzt nicht ganz so abwechslungsreich wie beispielsweise Alderaan, ne? Wo es auch mal Eisregionen gibt. Aber tatsächlich ein bisschen freundlicher als alle anderen Planeten wie beispielsweise Hoss oder Tatooine. Weil es hier mal vernünftige Vegetation tatsächlich auch gibt. Macht die Sache ein bisschen angenehmer. Muss tatsächlich mal gucken, wie wir da unten hinkommen. Da unten ist ein Holocron. Das ich glaube ich bis heute noch nie eingesammelt habe. Müssen wir tatsächlich mal schauen, wie wir da hinkommen.
So. Das Gute ist, beide Quests sind hier wieder in einem Gebiet. Ich hoffe mal, dass wir das wieder so im Optimalfall hinkriegen, dass das so bleibt. Dass die Quests immer beide im gleichen Questbereich sind. Spart nämlich schon mal immens an Laufwegen, wenn wir das so hinkriegen sollten. So, okay, wollen wir. Dann wollen wir mal. Ja, ist beides relativ zentral gelegen. Das ist schon mal gut. So. Ich muss tatsächlich mal gucken. Aber wie gesagt, das mache ich in letzter Zeit immer mal offscreen. Dass ich die Heldenquest nochmal nachhole. Denn mittlerweile dürfte unsere Ausrüstung massiv hinterherhängen. Dieses leichte Defizit müssen wir natürlich immer mal wieder so ein bisschen ausgleichen. Jetzt habe ich was gut. So. Dementsprechend werde ich das, wie gesagt, immer nach Möglichkeit so ein bisschen zwischen den Aufnahmen machen. So. Da werde ich wahrscheinlich im nächsten Let's Play, also sprich mit der letzten imperialen Klasse, die wir noch über haben, werde ich das wahrscheinlich dann auch so handhaben, dass ich die Heldenquest dann immer zwischen den Aufnahmesessions mache. Denn ich denke mal, da wird keiner dagegen sprechen, wenn wir beziehungsweise wenn ich das dann dementsprechend so handhabe, da wir ja die Heldenquest in allen Let's Plays mittlerweile drin hatten. Ist ja dann dementsprechend nicht das erste Mal, dass wir das sehen, die Heldenquest. Ja, den noch. Und das Ding noch. Ach, das sind diese komischen Feuer, die wir jetzt anzünden sollen. Ich erinnere mich. So, würde ich was sagen, wir machen aber trotz alledem vorher mal die Quest in der Höhle hier. Und auf dem Rückweg, wenn wir dann wieder rauskommen, werden wir dann mal dieses Signalfeuer anzünden. Das wird dann mal so der Plan sein. So, schnappen wir uns den Kristall hier gleich noch. Ja. Jetzt habe ich was gut. Immer mal ein bisschen nebenbei noch dran denken, dass wir immer mal so ein bisschen unsere Quest noch mitmachen. Ach, das ist da hinten. Ja. Wäre ich doch beinahe in die falsche Höhle reingerannt. So, natürlich nicht. Ja. Warum auch immer diese Mobs da eben schon verletzt waren. So, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle aber mal nochmal ein Folgenpräuschen. Aber wir steuern auf die halbe Stunde nämlich wieder zu. Nächste Folge werden wir uns hier ein bisschen auf Voss oft austoben. Ne? Die ersten Quests hier machen. Und ja, dann lernen wir uns dann tatsächlich dann auch schon so ein bisschen mit großen Schritten dem Ende. Wie gesagt, danach dürfte bloß nach Corellia kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich sehr hoffe, würde ich mich tierisch mal ein Like freuen. Wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo da lassen. Ne? Dann verpasst ihr keinen Content mehr und könnt mich gleichzeitig kostenlos ein bisschen unterstützen auf dem Kanal. Bis dahin dann würde ich sagen, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.